Hallo und herzlich willkommen zu Alpha Toys. Heute habe ich für euch Lego Minecraft. Yes, ihr hört richtig. Die 2145, die Totenkopf-Arena. Doch hier ist erstmal mein Intro. Dann wollen wir mal loslegen. Heute präsentiere ich euch mal ein Lego Minecraft Spielzeug 2145. Sie benennt sich die Totenkopf Arena. Und man muss sagen, es gleicht auch wirklich einem Totenkopf. Wir haben eins, zwei Figuren, einen Kampfrabbit und noch ein paar Details. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal im Detail auf. Im Detail an natürlich. Das ist die Totenkopf Arena. Die ist schon soweit fertig gebaut. Und wir gucken uns erstmal die Front an. Hier ist ein goldener Apfel, der sozusagen das 0 plus Ultra ist. Sehr schön. Der ist sozusagen mit einer Falle gekoppelt. Wenn man die drauf tritt, dann löst die Falle aus und der Skullkopf sozusagen detoniert dann seinen Superstrahl auf den, der diesen Apfel angreifen möchte. Dann gucken wir uns das mal auf der anderen Seite aus an. So sieht das Ganze von der anderen Seite aus an. Oh, ich muss aufpassen, dass nicht die Truhe runterfällt. Die machen wir mal zur Seite. Dazu kommen wir später. Wunderschön. Dann gehen wir auf direkt doch einfach zur nächsten Seite. Ich kann das gerade so noch in die Kamera halten. Sehr schön. Also größere Bauobjekte kann ich mit dieser Kamera wohl nicht so komplett aufsammeln. Aber hier geht es noch ganz knapp. Hier sieht man diese Schussvorrichtung von dem Totenkopf in der Totenkopf-Arena. Dann schauen wir uns das Ganze noch von hinten an. Von hinten seht ihr seine zwei leuchtenden Augen und die Schussvorrichtung. Wenn man die betätigt, dann schießt er in der Front seinen Pfeil aus dem Mund. So sieht das Ganze aus. Das ist die Totenkopf-Arena. Dann machen wir diese Truhe wieder oben rein. Sehr schön. Und wir widmen uns erstmal der ersten Figur. Das ist sozusagen ein Bösewicht in einer Stahlrüstung, wie das ausschaut. Wie man es von Lego kennt, sind die Figuren alle identisch von der Bauweise. Nur von der Form hebt sich dieser Kopf ein wenig ab. Dieser Kopf ist nämlich eine Sonderanfertigung für Minecraft Lego. Und wie man sehen kann, dieser Kopf ist viereckig. Sehr schön. Dann haben wir noch eine Axt von dem Bösewicht. Diese Axt ist sogar in Gold gehalten. Eine sehr schöne Axt. Okay. So, kriegst du wieder deine Axt, bitteschön, Mr. Bösewicht. In der Totenkopf-Arena. Geh mal in Position. Denn vermutlich hast du gleich deinen großen Auftritt. Hinter dieser Figur verbirgt sich eventuell Stevie. Muss aber nicht sein, könnte sein. So, dann machen wir erstmal sein Schwert weg und gehen mal auf die Figur ein. So, die Figur. Das ist die Figur. In hellblau gehalten, also eine hellblaue Rüstung, ist in dem Fall keine Diamantenrüstung. Der Kopf an sich ist genau wie der vorherige Kopf quadratisch. Das macht ja auch Minecraft aus, ne? Diese quadratischen Elemente. Und wir sehen, vom Gesicht her schaut er böse oder zumindest angriffslustig. Dann haben wir noch sein Schwert in Gold. Schaut auch ganz gut aus. Eben Minecraft-Style gehalten wird er mit den Karos. So wie man es auch von Minecraft gewohnt ist. Auch das ähnelt sehr gut dem Minecraft. Okay, kriegst dein Schwert wieder. Wunderbar. Also wahrscheinlich Stevie, vermutlich Stevie, bin ja nicht 100% sicher. Doch jetzt kommen wir mal zu der Hauptattraktion, nämlich wir widmen uns jetzt mal dem Acro-Rabbit ein bisschen was. Schaut doch mal, wie toll sie das. Also allein auf die Gedanken zu kommen, einen Hasen in Lego so quadratisch wie möglich darzustellen, ist schon wirklich toll gelungen. Hier sind seine Hasenohren, seine roten, blutunterlaufenden Augen. Deswegen nenne ich ihn Acro-Rabbit.
Hier hinten sein Hasenbuschel, seine Füße. Also, ich kann nur sagen, da haben sie sich echt was einfallen lassen. Der Hase ist einfach, simpel, aber toll. Und er wirkt wunderbar in dieser Minecraft-Umgebung. Sehr schön. Dann kommen wir zu der tollen Truhe. In der Truhe befindet sich ein Bogen. Der Bogen werden wir hier mal genauer betrachten. Siehst du, das ist genauso wie der Minecraft-Bogen eigentlich, wenn man den vom Spiel her kennt. Dazu haben wir natürlich auch ein Schild. Das berühmte Minecraft-Schild. Mit einer besonderen Vorrichtung der Halterung für das Schild. Und ja, sieht gut aus. Und die Kiste selber. Nehmen wir nochmal die Sachen raus. Also hier der Bogen weg, Schild weg, alles weg. Und gehen mal in der Truhe durch. Das ist die Truhe mit im Lego-Style natürlich, damit man oben was festtackern kann, jemanden draufstecken kann. Und sie lässt sich öffnen und sie lässt sich schließen. Das Ganze ist auch sehr liebevoll gemacht. Und vermutlich auch eine Anfertigung für Minecraft. Oder halt, ich denke mal generell, die machen ja mehrere Truhen, ist ja nicht nur Minecraft, die Truhen hat. Aber so ist man das gewohnt. Dann haben wir natürlich den Totenkopf. Also diese Totenkopf-Arena ist ja eigentlich Hauptelement das Totenkopf selber. Und wenn man hinten drauf drückt, passt auf, vielleicht spiele ich jetzt im Slow Motion ab, wenn es klappt. Mal gucken, was die Videobearbeitung so hergibt. Ich nutze ja Adobe Premiere Pro. Deswegen müsste es theoretisch möglich sein, weil ich nehme ja auch in 60 Frames auf. Somit, wenn ich die Geschwindigkeit um die Hälfte halbiere, habe ich Slow Motion. Okay, also ich drücke jetzt dieses Element rein oder ich tue es mal nach unten drücken. Mal gucken, was passiert. Nichts. Nach oben? Nichts. Okay, man muss es aktiv reindrücken. Das heißt, wir drücken es jetzt aktiv rein und schauen, was passiert. Habt ihr gesehen? Die Falle hat zugeschlagen. Das heißt, wenn jemand da durchgeht und den goldenen Apfel holen will, wie jetzt Stevie in dem Fall. Lalalala, lalalala. Und wir stellen Stevie hier hin, hier drauf und ne, hier drauf. So. Und er denkt sich, oha, da vorne ist der goldene Apfel. Doch, dann hat er aber nicht das mit dem Totenkopfskelett geregelt. Und was macht der Totenkopfskelett natürlich? Richtig, er aktiviert seine Falle und trifft tatsächlich den Stevie. Somit ist der Apfel, der goldene Apfel, nicht erreichbar. Ist das nicht genial? Des Weiteren dürfen wir nicht vergessen, sollte auch Stevie jetzt den Schuss ausweichen, wie wir jetzt demonstrieren. Ich schieße. Puh, Stevie ist den Schuss ausgewichen, wie bei Matrix. Nice. Dann hat das immer noch mit dem Bösewicht zu tun. Dann kommt nicht der Bösewicht. So, und dann kommt es nämlich zum Fight. Stevie und der Bösewicht. Pop, 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 pop. Stevie macht einen Salto nach hinten. Und dann drehen sie sich beide um 180 Grad. Und kämpfen weiter. Pop, 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 pop. Aber Stevie holt aus und macht den Endschlag. Und hat somit auch den Bösewicht besiegt. Yippie! Und Stevie denkt jetzt, nice. Und hopft dann rüber, puh, puh, puh. Und denkt sich, ah, halt, da ist eine Falle. Nee, warte mal, er hat keinen Schuss mehr. Geht da drauf und denkt sich, yeah, Leute. Ich bin kurz davor und kann den goldenen Apfel für mich ergattern. Doch er hat den Hasen vergessen. Akrohase sieht das. Akrohase springt drauf und kickt Stevie somit um. Deswegen, Stevie hat nicht beachtet, da war noch jemand. Nämlich auf dem Totenkopf, Skelettkopf, war der Acro-Rabbit. Hätte er das gewusst, wäre folgendermaßen passiert. So, Stevie hat mittlerweile die Falle, hat er bemerkt und konnte ausweichen. Er ist der Falle ausgewichen. Er hat den Bösewicht besiegt. Und er weiß auch, im Hintergrund oben auf dem Skillhaus wartet ein Rabbit, also auf dem Totenkopf-Arena-Haus. Wartet ein Kampf-Rabbit, der Akro-Rabbit, der Akro-Hase. Er weiß es und mit dem Gedanken und er hört auch sein Geräusch, wie der macht. Und in dem Moment, wo der Akro-Rabbit abspringt, hört man so ein Jump-Geräusch und Stevie hat das gehört, dreht sich in Geschwindeseile rüber und erwischt den Akro-Rabbit mitten im Flug. Pfah!
und hat somit den Aquarabbit besiegt. Yeah! Und kann jetzt sozusagen zu dem Apfel und die Herrschaft an sich reißen. Mit dem goldenen Apfel hat Stevie sozusagen gewonnen. Er hat die Skull Island geschlagen und hat alle Beteiligten besiegt. Und am Ende auch noch den Schatz mit dem tollen Bogen und dem tollen Schild ergattern können. Die zwei sind natürlich noch am Leben und somit auch untertan jetzt. Das heißt, der Bösewicht ist jetzt kein Bösewicht mehr, sondern ein Guardian, ein Aufpasser, einer, der jetzt Stevie beschützt. Und der Acro-Rabbit wird sein bestes Haustier und auch sein bestes persönliches Bodyguard-Tier. Was sagt ihr dazu? Ist das nicht toll? Ein wunderschönes Happy End. Das ist auf jeden Fall Lego Minecraft 21 145. Das heißt, die Totenkopf-Arena. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr weiter solche Videos sehen möchtet, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Dann kann ich gerne noch ein paar Sachen abdrehen. Ich habe nämlich noch einiges von Lego Minecraft, dank meinem Sohn. Der hat viel davon bekommen und somit könnte ich euch auch viel zeigen davon. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ich hoffe, ich sehe euch bald beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund und bis dann bei Alpha Toys. Ciao, ciao.